Zollsnap TV hat die sechste Ratte für euch heute gefunden. Das gespiegelte Hameln, so ihr Name. Wir werden euch jetzt zeigen, wo sie ist. Ganz in der Nähe, hier von diesem Standpunkt aus. Kommt mit mir und schaut sie euch an. Die Ratte mit dem Namen gespiegeltes Hameln hat von der Innovation her vielleicht nicht so viel zu bieten. Dafür steckt aber ein enorm großer Arbeitsaufwand in ihr, der sogar gleich zweimal ausgeführt werden musste. Die aufgebrachten Spiegelplättchen waren nach der ersten Fertigstellung zu Zeiten der Ausstellung im Infocenter in der Deisterallee 1 nach und nach wieder abgefallen. Als der Mangel ersichtlich wurde, wurde die Ratte unter Verwendung eines anderen Klebers mit den Spiegelstücken erneut bestückt. Gesponsert wurde die gestalterische Leistung von der C.W. Niemeyer Buchverlag GmbH. Sie haben den 1974 in Hanau geborenen Glasmaler Jörn Neumann dazu beauftragt, dass sich Hameln auf der Ratte reflektieren lassen soll. Bei der anschließenden Versteigerungsauktion nach dem Rattenfestival im Jahr 2004 konnte sich die Familie Güse, die das Hotel Stadt Hameln betreibt, den Zuschlag sichern und stellte die Ratte direkt in das Foyer ihres eigenen Hotels. Dort kann sie jetzt jeder betrachten und dazu bei genauerem Hinschauen sogar sich selbst. Das war sie, die sechste Ratte, die wir für euch gefunden haben, hier zu finden im Hotel Stadt Hameln. Die nächste Ratte, kann ich euch jetzt schon verraten, steckt in einer Tüte und versteckt sich in einem Hinterhof. Sie ist wirklich schwierig zu finden, aber wir haben sie für euch. Die siebte Ratte demnächst.